Wunderbar. Charles. Sir. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Kommt. Ich zeige euch wie. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Eine ganz kurze Information. Falls das jetzt hier abgehackt zur letzten Folge sein sollte, das liegt daran, dass ich die Mission schon mal gespielt habe. Und zwar in den letzten Folgen, die ich aufgenommen habe. Die muss ich jetzt wieder löschen. Weil da etwas schief gegangen ist. Und jetzt nehme ich das nochmal auf und muss die Mission aus dem Menü neu spielen. Und deswegen könnte es sein, dass ein paar Laufwege und so in den nächsten Folgen, müssten die nächsten drei Folgen sein, nicht dabei ist. Aber hoffentlich nicht schlimm, die Story wird ja trotzdem weitergeführt. So, und jetzt laufen wir erstmal zu denen hier hin und belauschen die. Wir sollten uns nicht einmischen, auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Die besten Kreise der Stadt. Nicht die Fürsten, die Prinzen. Aber wenn ihr es gesehen hättet. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag, unerhört. Vor Necessity in der Kolonie Pennsylvania erobert. Die königlichen Truppen mussten sich ergeben. Der Duke von Newcastle hat Generalmajor Edward... Okay, ja, wir gehen sofort dahin, um unterzutauchen. Ich kann mich nicht bewegen, ne? Nur so. Okay. Solch ein skandalöses Benehmen von einem, der Chirurg werden will... Kann er vergessen, wenn er weiter so viel trinkt. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern wären sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Auf die nächste Kirche klettern und synchronisieren. Okay, machen wir. Genau. Ich habe jetzt noch einige Informationen. Und zwar dieses Video hier wird nicht mehr so dunkel sein wie die Videos davor, wie die ersten drei Parts. Denn in den ersten drei Parts habe ich mit einem Programm die Videos sehr klein gerendert, damit die schneller hochgeladen sind. Allerdings werde ich das jetzt nicht mehr machen, sondern die Videos jetzt nur noch mit meinem Schneideprogramm, also Sony Vegas, rendern. Und dann wird es keine Videos mehr geben, die irgendwie ultra dunkel sind, wo man nichts mehr erkennen kann. Das tut mir leid. Aber bis dahin wusste ich es halt noch nicht. Aber auf was Gutes muss auch mal was Schlechtes folgen. Und das ist, dass die Folgen kürzer werden. Und vielleicht mal mitten in der Folge abgebrochen wird. Am Ende der Folge werde ich mich immer verabschieden, ne, damit ihr nicht irgendwie denkt, ja, jetzt ist ein Schnitt und das war's. Nein. Ich werde mich trotzdem immer noch verabschieden und die Folge beenden, aber es kann sein, dass man mitten in der Story irgendwie, dass ich ins Pausenmenü gehe und die Folge beende. Ja, aber ich denke mal, ich mache die Folgen so höchstens 15 Minuten lang, damit die nicht größer als 3 GB sind und bei meiner Internetleitung dauert das ziemlich lange. Aber jetzt genießen wir erstmal die Synchronisation. Wunderschön. Mehr Gespräche. Ein bisschen Glück. Weiß einer von denen, wo Benjamin ist. Mehr Gespräche belauschen, um Church zu finden. Benjamin Church. Okay. Yay. Und das überleben wir, weil es ja auch hat einen Gummiboden, ne? So unten. Das weiß man nicht, ne? Aber in Assassin's Creed ist das so, dass unten in diesen Holzkarren ein Gummiboden ist. Ja? Deswegen kann man das so gut reinfliegen. So, jetzt erstmal hier kurz hoch.
Na, nee, ersparen wir uns Weg, wenn wir einfach das machen. So, da unten müssen wir nämlich hin und die müssen wir belauschen. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie wir das anstellen. Okay. Vergiss es! Die Lügen! Nein! Was soll ich tun? Drogen bringen nichts und ich will nicht buckeln. Taten sagen mehr als 1000 Worte, mein Freund. Pack einen von ihnen an den Schandstock. Mal sehen, was ihr dann so brabbelt. Wenn ich das ohne Grund tue, singen sie bald Lieder über uns. Das Letzte, was wir brauchen, sind Stadtschreier, die sich über unseren Machtmissbrauch beschweren. Dann vergiss es! Das Gräuel ist getan. Die Mörder sind fort. Und die, die was wissen, werden nichts sagen. Wenn die Stadt solche Schufte duldet, soll sie auch den Preis dafür zahlen. Das garantiere ich dir. Okay. Dann mal zum nächsten Ort, um die zu belauschen. Und ich habe Assassin's Creed früher schon mal durchgespielt. Und auch nochmal so ein bisschen angefangen in letzter Zeit. Aber dann habe ich es nicht weitergespielt. Und ich habe mir früher auch nie diese Sequenzen angesehen, weil ich fand es mal langweilig. Ne? Die Story kriegt man ja sowieso mit. Aber hier im Let's Play lasse ich die Sequenzen natürlich durchlaufen. Und deswegen bin ich auch wirklich richtig mit dabei. Und ich weiß nicht mehr, was passiert. Was wollt ihr? Muss man euch erst abschießen? Ich weiß leider nicht, wie man zielen kann. Das ist ein Problem. So kann man nicht zielen. Ach, wenn ich wüsste, wie man schießt, ich hätte euch abgeschossen. Arschlöcher. Naja. Was glaubst du, planen Sie? Ich weiß nur, dass es nichts Gutes ist. Kater war bei Ihnen. Bestimmt suchen Sie einen ruhigen Platz für Ihre Bluttat. Ich habe gehört, seine Arbeit läuft nicht ohne lautes Jammern und Kreischen ab. Da fällt mir ein, wir sollten morgen kein frisches Fleisch kaufen. Gute Entscheidung. Na, das war's schon, okay. Okay, dann noch zur letzten. Und da mal reinhören, was die zu sagen haben. Vielleicht wissen die ja, wo Benjamin Church ist. Ich bot ihnen Hilfe an, doch sie schickten mich weg, sagten, alles wäre unter Kontrolle. Wie seltsam. Haben sie gesagt, was passiert ist? Nein, nur dass es nichts Schlimmes sei und er bald wieder nach Hause käme. Ich habe Blut gesehen. Ich frage mich, ob es nicht doch ernster war, als sie zugaben. Wohin brachten Sie ihn? In Richtung des Hügels. Vielleicht gibt es einen Arzt im Fort. Alles klar. Lee? Seht ihr, Charles? Okay. Wir werden Church schnell finden, wie ich gesagt habe. Wenn ich fragen darf, Sean, wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen wird wie ich, ist das eine Voraussetzung. Vorsicht. Das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihn vorbeischleichen. Und dann mal zum Lagerhaus. Und alles Gute kommt von oben, also kommen wir auch von oben. Oh, Lee. Du bringst mich noch zur Synchronisation. Ich bin einfach zu blöd gerade. Zugesperrt. Ich muss den Schlüssel. Synchronisation. So. Desynchronisation. Okay, Schlüssel finden. Metzeln. Ey, lass sie in Ruhe. Als ob das jetzt gerade nicht geklappt hat. Och, Mann. Hätte so gut klappen können. Den da können wir aber ins Wasser schmeißen, oder? Nee, da steht ein Brot vor. Aber den da. Den können wir... Oh Gott, hi.
Na, wie geht's dir? Okay, und woher wissen wir jetzt, wer den Schlüssel hat? Oder haben wir den jetzt schon? Haben wir den schon? Ach, wir haben den schon, okay. Was hätten wir dann? Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Das ist ekelhaft. Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel. Oder ich schneid ihm den Schwanz ab. Pisst er uns nicht mehr ans Bein. Drei Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach halt alles. Einen Moment, Silas. Vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas. Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deinen Kopf! Nein. Das glaube ich wirklich nicht. Doch mal still. Ich weiß nicht, wo ich anfange. Cutter und seine Männer eliminieren, ohne entdeckt zu werden. Ein so prächtiges Exemplar gezeugt zu haben. Okay. Still jetzt. Ich muss mich auf die Arbeit. So, der ist tot, also kann der ihm schon mal nicht irgendwas abschneiden. Greift mich an! Okay, geschafft. Jetzt befreien wir dich. Wer seid ihr? Evan Kenway, zu euren Diensten. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Der Chirurg. Abgeschlossen. Gut. Dann bedanke ich mich hiermit fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Und dann bis morgen um 17 Uhr. Ciao.